Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute gibt es ein Update zu Walk with Steps. Viel Spaß beim Schauen. Walk with Step habe ich dir in der Vergangenheit vorgestellt. Ich bin damals auch hier natürlich mit eingestiegen. Ich habe damals Glück gehabt, bin zu einem Einstiegskurs von $150 eingestiegen. Man hat damals noch 20.000 Münzen gebraucht. Als der Kurs explodiert ist, haben sie das Ganze auf 18.000 Münzen reduziert. Im Verlauf gab es dann auch die NFTs. Natürlich, auch da habe ich zugeschlagen. Wie kann ich auch anders? Ob sich das mit den NFTs gelohnt hat oder nicht? Ich bin mir da noch unschlüssig. Ich glaube aber fast nicht. Macht aber nichts, denn ich bin sicher jetzt auf jeden Fall bei den Rewards dabei. Wie viel Rewards bekomme ich? Ich persönlich bekomme ungefähr zwischen 5 und 30 Cent pro Tag. Ist natürlich immer die Frage, wie viel ich laufe, je nach Arbeit, je nach Videos, mal mehr, mal weniger. Aber da ich sowieso jeden Tag laufen muss, kann ich mir natürlich hier was Schönes dazu verdienen. Der Kurs, der ging natürlich mal hoch, mal runter. Wir können hier einfach mal schauen. Du siehst, wir sind jetzt inzwischen eigentlich an einem Tief wieder angekommen. Und jetzt haben sich die Entwickler mal meiner Meinung nach eine sinnvolle Idee einfallen lassen. Und zwar haben die gesagt, wir brauchen jetzt 22.000 Münzen, um mitzulaufen. Das ist natürlich erst einmal für die, die wieder verkauft haben, ein Investment. Andererseits für alle die, die sowieso mehr Münzen haben oder vielleicht sogar Münzen gestaked haben, die haben jetzt natürlich hier trotzdem noch ihr Einkommen. Warum finde ich das Ganze gut? Einfach natürlich aus dem Grund, weil wieder die Einstiegsschwelle ein Ticken höher ist. Das heißt, es steigt nicht wieder jeder ein. Andererseits ist natürlich auch dadurch mehr Geld für die da, die bereits investiert sind. 4000 Münzen mehr kann man sich vielleicht gerade noch so leisten. Und ich bin mir auch hier bei der Münze eigentlich sicher, sobald der Bullenmarkt kommt, geht diese wieder hoch. Wir müssen ehrlich sein, wir sind einfach gerade im Down. Die Leute haben große Angst, die haben Panik. Ich merke das an meinen Videozahlen, ich merke das in der Telegram-Gruppe und man merkt es natürlich auch an den ganzen Kryptos. Es geht öfters runter als hoch. Ich persönlich finde das Ganze sehr gut, weil ich einfach günstig nachakkumulieren kann. Aber für alle anderen, die da jetzt noch nicht so lange dabei sind und vielleicht sich Sorgen machen, ist das Ganze natürlich ein harter Kampf. Du weißt jetzt also, dass du 22.000 Münzen brauchen wirst. Der Stichtag ist der 13. Juni. Das heißt, wenn du schon investiert bist und noch nicht so viele Münzen hast oder du jetzt erst einmal einsteigen möchtest, weil du zum ersten Mal von dem Projekt vielleicht hörst, dann brauchst auch du 22.000 Münzen ab dem 13. Juni. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das steht wie gesagt auf einem anderen Papier. Ich persönlich finde das nicht schlecht, weil einfach der Einstieg höher ist und wir mehr Geld wieder drin haben. Vielleicht werden dann auch die Belohnungen wieder ein Ticken besser sein, aber ich beschwere mich trotzdem nicht, auch wenn es nur 5 Cent am Tag sind. Wenn du das Ganze mal auf einen längeren Zeitraum siehst, ist es natürlich doch eine schöne Summe, die sich zusammensammelt. Und wenn du mal an einem Tag einfach länger spazieren bist oder mehr unterwegs bist, dann bekommst du auch mehr. Und gerade wenn es dann 20 oder 30 Cent sind, dafür, dass du einfach nur läufst, finde ich das Ganze nicht schlecht. Wenn du jetzt hier Zweifel hast wegen den Steuern, dann verstehe ich das Ganze. Aber unten über die Videobeschreibung gibt es einmal Cointracking und einmal Accounting. Kannst dir aussuchen, was dir besser gefällt. Wenn du dich über meinen Link anmeldest, bekommst du bei beiden erstmal einen kostenlosen Zugang und später auch Rabatt, falls du dich für ein Paket entscheidest und brauchst dir dann hier wegen den steuerlichen Punkten überhaupt keine Sorgen machen, denn die übernehmen das alles für dich. Du musst es dann einfach nur noch in deiner Steuererklärung angeben. Wie du siehst, ich bin also hier Langzeit investiert. Ich glaube, dass im Bullenrun die Münze wieder ein Ticken hochgeht. Die wird vielleicht nicht hier ihr Hoch erleben, wo gefühlt jeder mitmachen wollte, aber vielleicht kriegen wir einfach wieder knapp einen Cent hin. Man weiß es nicht. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Auch wenn das nicht passieren wird, macht nichts, denn ich habe inzwischen mein ROI erreicht, einfach weil ich von Anfang an oder sehr von Anfang an dabei bin und auch hier natürlich die besseren Belohnungen von 2,50 und $5 bekommen habe. Falls du dann noch nicht eingestiegen warst, dann musst du dir halt überlegen, ob dir das Risiko jetzt wert ist. Ich denke, man kann es aber trotzdem riskieren, weil wie gesagt, du bekommst ja wirklich ein paar Cent pro Tag wieder zurück. Und wenn du vielleicht joggen gehst oder sowieso wegen der Steppen-App viel läufst, dann kann es sein, dass es sich sogar noch mehr rentiert als bei mir. Das Ganze ist aber wie gesagt keine Anlageberatung, deswegen entscheide selber, ob du hier investieren möchtest oder nicht. Es gab natürlich auch inzwischen zum Glück mal ein Update fürs Handy. Du hast jetzt hier oben auch die Möglichkeit, den Kalender anzuklicken. Dann siehst du genau, wann wie viele Cent du bekommen hast. Die App aktualisiert jetzt teilweise automatisch. Teilweise musst du das hier nochmal manuell anstoßen. Ansonsten gibt es die App weiterhin für Apple-Geräte und Android-Geräte. Das funktioniert auch inzwischen alles sehr gut, weil die erste Version war ja doch sehr langsam. Ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel zu berichten. Das Ganze ist einfach jetzt aufgrund der aktuellen Marktsituation so am vor sich hinlaufen.
laufen, genau wie Steppen und genau wie alle anderen Kryptowährungen, wie auch natürlich der Bitcoin auch. Aber das macht nichts. Wir sind natürlich Langzeitinvestoren. Wir hodeln unsere Münzen. Irgendwann, wenn der Bärenmarkt vorbei ist und wir wieder im Bullenmarkt sind, dann werden wir natürlich drüber lachen können und hoffentlich alles mit schönen Gewinnen verkaufen können. Und so soll das Ganze ja auch sein. Lass mir deine Meinung in den Kommentaren da. Bist du investiert? Tust du hier aufstocken oder sagst du, nein, das ist mir zu blöd, ich verkaufe jetzt alles? Einfach kurz deine Meinung in die Kommentare. Das hilft natürlich auch dem Algorithmus, aber es interessiert mich auch natürlich, wie du dich hier verhältst. Lass mir auch gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns natürlich schon morgen zum nächsten Video zukünftige Kryptorenten. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back.